Grüß Gott und herzlich willkommen wieder zu einem Blick. Ich habe gemerkt, mein Blick von gestern verlangte nach einem 2.0. Es gab so viele Kommentare, so viele Diskussionen und ich habe gemerkt, also offensichtlich das Thema William Toll und das Thema, das ich gestern angesprochen habe, ist offensichtlich eines, das sehr, sehr viel verschiedene Emotionen weckt, sehr viel für Aufruhr sorgt. Und ich habe dann gemerkt, in dem Versuch, auf die Kommentare oder Zuschriften einzugehen, dass das ein Unterfangen ist, das ich nicht leisten kann. Weil das, was ich wirklich rüberbringen will, einfach nicht in ein paar Sätzen oder Worten in einem Kommentar abzugeben ist. Und ich gehe dann oft dazu über, wenn ich merke, da unten kommt jetzt eine Diskussion, ein Hiccup, ein Hin und Her, dann lösche ich gleich das Ganze, weil das bringt dann nichts. Das bringt uns dann auf ein Nebengleis. Und genau darüber will ich heute sprechen und will es auch mehr veranschaulichen. Auch die Frage nach, was ist der Unterschied zwischen Channeln und angebunden sein an eine größere, an eine höhere Macht. Höhere Macht, ich überlege gerade. Das gilt es gleich zu untersuchen. Das sind Fragen, die bringen es schon auf den Punkt. Und das ist ja in diesen Tagen so, dass wir nicht mehr irgendwie jetzt noch in der Peripherie rumdümpeln können. Beziehungsweise manche tun das ja. Aber für die, die sich da auf dem Weg begeben haben, die sind im Eingemachten. Da ist nicht mehr jetzt mit rumdiskutieren und rumtheoretisieren und Ideologien und so weiter, sondern das ist im Eingemachten und das ist auch dementsprechend scheiße anstrengend. Und ja, ich stehe dazu. Ich bin extrem geschlaucht. Es ist alles sehr anstrengend. Es kostet alles sehr, sehr viel Energie zurzeit, das aufrecht zu erhalten. Und das Leben verlangt einem auch ganz, ganz viel ab, konfrontiert einen mit Herausforderungen. Ich habe morgen eine Anhörung, ja, tatsächlich als Beschuldigte vom Verfassungsschutz. Ich fühle mich bestens gerüstet, ich bin ganz ruhig, ich hader damit nicht, ich gehe da morgen hin. Es ist einfach nur anstrengend. Und kaum hat man ein Problem gelöst, kommt das nächste. Das Leben treibt einem schon teilweise ein bisschen vor sich her, weil es offensichtlich noch die letzte Muskelqualität irgendwie in diesem Fitnessclub herausholen will aus uns. Wo fange ich an? Mir hat jemand ein Video zugeschickt oder in den Kommentaren. Und ich meine, in den Kommentaren kommen ganz viele grauenhafte Videotipps, die dann auch noch dazu nicht benannt werden, sondern nur der Link, die dann ganz penetrant abgesetzt werden, wie zum Beispiel von dieser Avalon-Tusse. Ich sage jetzt bewusst Avalon-Tusse, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Ich habe dazu schon so viel gesagt und ich will es nicht haben auf meinem Kanal. Und ja, das ist arrogant, das stimmt. Ich stehe auch dazu. Ich habe keine Lust mehr auf Energieverlust. Und ich will es auch versuchen, hier zu erklären, warum ich davon nichts halte. Und knapp daneben ist auch vorbei. Es ist manchmal, da ist der Gypsy da hinten, es ist manchmal gar nicht so leicht, das dann in Worte zu fassen. Unterscheiden kann ich es sehr wohl. Und wir brauchen immer, wenn wir mit etwas Kontakt aufnehmen wollen, wenn wir mit etwas kommunizieren wollen, brauchen wir immer die Unterscheidung. Was bin ich, wo bin ich, was ist meine Position und wo ist der andere? Identifiziere ich mich damit oder ist das etwas, was außerhalb von mir ist? Ich habe den einen Tipp, den ich zugeschickt bekommen habe, ist Mike Michaels Salongespräche. Das kannte ich nicht. Und da ist ein Video, das war die Illusion Spielzeug der Wahrheit Nummer 25. Und da lag tatsächlich sehr, sehr viel drinnen, wo ich sagen kann, da kann ich mitgehen, damit kann ich was anfangen. Und das hat mich dann auch dazu angeregt, jetzt diesen Folgeblick zu machen. So, wo fange ich jetzt an? Beim Banalen oder beim Eingemachten? Fangen wir durchaus bei dem an. Ich habe ja gestern diese Zeichnung hier, habe ich gestern gezeigt, um zu zeigen, dass das für mich zwischen dem Irdischen
und dem Hören ein Gewebe ist, dass das also nicht im luftleeren Raum ist. Ich habe aber heute in der Früh, als ich diese Sendung da von dem Mike Michaels gehört habe, wieder einmal das andere Bild, nämlich das des Torus. Und darüber habe ich ja, ich glaube, zwei Okitok-Sendungen oder eine. Wie halte ich meinen Torus rein? Ich gebe es drunter. Ich gebe auch das mit Mike Michaels drunter, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und ich will jetzt versuchen, es euch wieder hier zu veranschaulichen. Für mich ist, wie ich das erlebe, jetzt in meinem individuellen Organismus, und ich schätze, dass das in Bezug auf die Erde ähnlich ist, ich kann es aber auf jeden Fall für mich so sagen, da kommen Dinge rein, da kommt was rein, also Energie kommt hier rein, ein Energiefluss, Schwingungen, das ist ziemlich egal, wie ihr das bezeichnen wollt, kommen hier rein, wobei das auch schon eine Membran ist, also das ist schon auch nicht fix, sondern das ist eine Membran, wie die Haut, hat natürlich auch eine Ähnlichkeit wie mit einem Baum. Aber das ist also keine fixe Haut, sondern das ist eher auch eine permeable, eine durchlässige Membran. Man kann das, ihr kennt das ja aus diesen Grafiken, die so animiert sind, wo man das dann sieht. Also hier kommt die Energie rein, hier geht sie wieder raus. Man kann es aber auch natürlich, man könnte es auch umgekehrt sehen, also das ist auf den Kopf gestellt, das ist jetzt noch die Frage. Ne? Man könnte auch sehen, die Energie kommt von unten und geht rauf, explodiert hier. Wie ein Vulkan geht hier wieder runter und wird hier wieder rückgespeist. Also im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Zyklus zu tun. Also hier raus, rein. Und das hat mit Ausatmen, Einatmen zu tun. Also hier haben wir wie ein Springbrunnen etwas, was sich selbst wieder speist und dann wieder hier durchgeht. Wir sind sozusagen die Hülle, die das durch uns durchleitet. So. Und jetzt einen Baum braucht man nicht zu fragen, was ist Teil deines Organismus, er wird es wissen. In einem Baum, wenn wir hier die Baumrinden nehmen würden, ne, die Jahresringe, dann weiß ein Baum ganz genau, was Teil seines Organismus ist, seines Systems ist und was fremd ist. Wobei wir dann natürlich auch erleben, dass da Nägel reingeschlagen werden in den Baum oder so. Und ich habe ja schon oft von diesem Pfropfprogramm gesprochen, was ganz wichtig ist, denn das wäre der natürliche Organismus. Der Baum ist jetzt nur eine Möglichkeit. Unser Körper mit den beiden Öffnungen oben und unten ist eine andere Analogie. Der Atem ist eine Analogie. Natürlich auch die Nahrung und die Ausscheidung, das ist schon klar. Aber natürlich auch vor allem die Information, die Energiefrequenzen, die Energie einfach, die Lebensenergie. Das Prana, das Chi, wie ihr das immer bezeichnen wollt, oder der göttliche Atem, wird hier, geht durch und wird wieder eingespeist. So, das ist, wie es eigentlich sein sollte. Und ich habe es ja oft in früheren Videos erzählt, dann kommt eben jemand und macht hier zu oder macht einen Teil zu oder gibt hier etwas Fremdes hinein, Fremd-DNA, wie das jetzt auch bei der Impfung ist, ne? Etwas, was hier nicht reingehört. Und dann wird das verstopft und dementsprechend meine Sendung bei Okitok, wie halte ich meinen Torus rein, da ging es darum, dass wir, ja, dass hier verstopft ist. So. Das heißt, für mich ist jetzt, und das fand ich sehr, sehr schön in der Sendung, die man mir zugeschickt hat mit diesem Mike Michaels Salongespräch Nummer 25, weil er davon, also ich kann das alles nachvollziehen, das ist genau wie ich es erlebe und lebe, wenn er davon spricht, dass es den Tod nicht gibt, dass es eine Illusion ist, genauso erlebe ich es auch. Wenn die Energie hier durchgeht und sie ist hier im dunkelsten Inneren, man könnte es auch wie ein Vulkan sehen, ne? Wie ein Berg. Also das sind jetzt viele Assoziationen, eine Röhre, aber eben dann letztendlich doch ein Torus. Aber an der innersten Stelle, wenn es im Innersten ist, ne, dann ist die Energie natürlich am meisten verdichtet. Und dann könnte man meinen, es wäre ein Tod. Das würde ich dann vergleichen, wenn bei uns die Blätter fallen im Herbst und alles ganz, ganz ruhig. Sehr verlangsamt hier die Energie, wenn sie hier sehr verlangsamt ist, so verlangsamt, dass man glauben könnte, sie sei nicht mehr im Fluss.
Vielleicht ist es auch tatsächlich verstopft. Also das ist jetzt noch die Frage. Ne? Ist der Tod, das Sterben ist für mich ein Teil des natürlichen Prozesses und das Sterben ist einfach eine Verwandlung. Jetzt kann man das natürlich auch sehen, zum Beispiel von der Nahrung. Ne? Wenn die Nahrung reingeht und dann geht sie dann in den Darm und dann ist sie okkult, bezeichnenderweise. Ne? Okkult nennt man das ja auch, okkultes Blut. Also okkult, bis sie dann ausgeschieden wird. Das heißt, sie ist also für eine Zeit lang einfach verborgen. Für uns nicht sichtbar und indem wir es nicht sehen, meinen wir, es sei gestorben. Das ist aber ein Prozess, das Sterben in dem Sinne, das Absterben der Blätter, das Verdichten der Energie, das Verlangsamen, das sich schlafen legen der Energie, so wie auch in der Nacht, wenn wir schlafen, da ist alles sehr verlangsamt, da scheint es fast, als wäre es gar nicht mehr im Fluss, im Stillstand. Aber ich denke, das ist eine Illusion, denn tatsächlich ist es halt einfach nur optimal verdichtet, bevor es hier wieder weitergeht. Und natürlich können wir jetzt sagen, der Tod ist quasi wie eine Thrombose, wenn es hier eine Verstopfung gibt, ne, wie eine Thrombose, Herzinfarkt. Das sind jetzt viele Analogien. Das wäre eine eigene Sendung. So genau habe ich mir darüber nicht Gedanken gemacht. Es ist einfach nur, dass ich spüre, dass für mich der Tod, diese Angst vor dem Tod oder so, die existiert nicht mehr. Der Sterbensprozess im Sinne von, dass das ein Teil ist des natürlichen Prozesses, bevor es wieder in den nächsten Zyklus geht, das ist etwas anderes. Und ja, jetzt kann man natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt mit denen, die hier ganz, ganz viel Müll drin haben oder Fremdenergie, Fremdinformation oder so. Dann ist das hier verstopft und dann sind sie, dann nehmen wir mal an, die Pfropfung würde hier stattfinden, ne? Und dann wären sie angewiesen auf Fremdnahrung, auf Fremdenergie, auf Fremdzufuhr, das Geld, ne, damit sie überleben können, die Abhängigkeit. Und hier oben sind natürlich auch die ganzen Diskussionen und die ganze hegelianische Dialektik und so weiter. Also so dieser Mindfuck, der ist natürlich auch hier oben und produziert hier enorm viel Müll und Verstopfung. Und das ist der Grund, warum ich das unter meinen Kanal einfach, ich sage, das ist kein Diskussionskanal. Und warum ich dann den Torus hier reinhalten will, auch meinen Kanal, meinen Blick reinhalten will, weil ich das eben nicht will, dass da wie bei Anne Will im Fernsehen dann diskutiert wird und hin und her und argumentiert wird, denn das geht weg, es ist mein Blick und wer sagt, ja, das gehört nicht dir, der Kanal, der gehört YouTube. Nun, was das betrifft, gehören unsere Häuser auch nicht uns, ne? So gesehen, wenn du in einem Kaufhaus ein Kompartiment mietest und da dein Geschäft installierst, gehört es auch nicht dir. Und trotzdem richtest du es dir nach deinem Geschmack ein, so wie ich mir mein Haus nach meinem Geschmack einrichte oder meinen Garten nach meinem Geschmack. Die Frage, wem gehört es, ist dabei nicht so wichtig. Die Frage ist, wer hat das Nutzungsrecht? Und also das hier ist definitiv für jeden individuell, ne? Sein eigener, das kann er sich gestalten und meinen Blick sehe ich so wie das hier. Ne? Und natürlich gibt es welche, die leben überhaupt ein Parallelleben auf einer Müllhalde quasi, ne? Und es ist für sie aber ganz normal. Also da gibt es schon krasse Zustände, ne? Von vermüllt sein und da kommt natürlich diese Fremdinformation, die ganze Impfung und so, kommt da natürlich auch ins Spiel. Und was ich sehr, sehr schön fand, ist bei diesem Mike Michaels, er unterscheidet, also am reinsten ist es für mich, dass das hier Bewusstsein ist. Ne? Das ist Bewusstsein. Das ist der Geist. Der Geist. Geist und Bewusstsein. Und der ist hier und beseelt alles. Und wenn wir hier unten jetzt die Erde nehmen mit den Wurzeln und oben die geistige Welt, dann ist die Lebensader unten, die Lebensenergien von unten sind genauso wichtig wie der Geist, das Durchgeistigte von oben. Wir sind diejenigen, die hier die Verbindung aufrechterhalten. Es kann, also für mich hat es nur dann Wert, wenn es durch uns durchgeht. Eine Information, die ich hier weitergebe, ist für mich ganz wichtig, dass sie durch mich durchgegangen ist, dass ich sie sozusagen durchprozessiert habe, dass ich sie
verarbeitet habe, dass ich sie empirisch erlebt habe, dass ich jetzt nicht irgendein Schmufu hier weitergebe, sondern das, was ich tatsächlich wie der Held auf seiner Heldenreise durchlebt habe. Und hier kommt jetzt wieder das zum Tragen, was ich oft gesagt habe, dass dass nicht wir irgendetwas uns irgendwo hinbeamen mit unserem Geist, sondern dass das in uns hineinfließt. Und je nachdem, wenn das eine schmale Düse ist, dann fließt da erstmal nur sehr wenig rein und es ist zäh und es ist schwierig und es stockt und hakt. Wir verlieren die Verbindung auch immer wieder, weil, wie gesagt, hier diese Thrombose, ne, diese Plaques, diese Anhaftungen, alle hier noch da sind. Der Müll einfach, ne, von dem ich oft gesprochen habe. Aber was wir definitiv nicht machen müssen, ist, dass wir uns jetzt irgendwie künstlich hinbeamen müssen. Oder gar, und da habe ich jetzt wirklich das Bild, dass wir auf einer Müllhalde stehen und dann haben wir da diese Antennen, diese Aluminiumantennen, also diese Blechantennen, aus Aluminium, glaube ich, sind die, diese Satzschüsseln, und schauen dann, ob wir irgendwelche Radiofrequenzen von anderen empfangen können. So, und das ist das, was ich Channeln nenne. Channeln ist für mich, da kann der letzte Heuler irgendwie auf einer Müllhalde stehen und kann irgendwie da seine Antenne ausrichten und schauen, ob er irgendwas dann irgendwie empfängt. Und das sieht man dann auch meistens an den Inhalten. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, irgendwie William Toll ist ein Shapeshifter und Achont, den man in die Tonne hauen muss, ich sage das jetzt ganz bewusst so krass, denn das ist mehr oder weniger die Aussage, sag mal ganz ehrlich, ich meine, hallo, glaubt ihr wirklich, das ist euer Seelenauftrag, das ist eure Seelenstimme? Das hier ist etwas ganz anderes, je nachdem, wie weit ich hier oben bin, und das hat einen Zusammenhang, wie sehr ich hier unten verwurzelt bin, hat damit zu tun, wie weit ich hier oben mich öffnen kann und wie weit ich hier und wie sehr ich das durch mich hindurch laufen lassen kann. Und das ist das, was so scheiße anstrengend ist. Das ist das, warum ihr mich dann so seht wie jetzt, weil klar ist das viel anstrengender, wenn ich hier nur so einen Hype irgendwie aufführe und da irgendwie irgendwelche Radiofrequenzen irgendwie mehr reinziehe, ist das was ganz was anderes, als wenn ich wirklich es verkörpere. Das heißt also, es kommt die Lebensenergie und die Information kommt hinein, wird durch mich verarbeitet, durch alle Chakren so gesehen, wenn ihr jetzt wieder bei den Chakren wärt, also durch alle Energiezentren, wie ihr das jetzt immer nennen wollt. Und dann erst wird es verarbeitet und dann erst kommt es nach draußen. Das ist keine Fremdenergie. Es geht eben, das ist ganz wichtig, dass das das Ende der Fremdenergie ist. Sondern es ist ein Teil deines Seelenauftrages. Und wenn ich gesagt habe, dass William Toll mit einer, es ist ja schon immer schwierig, ich muss ja schon aufpassen, wie ich es ausdrücke, mit einer größeren Macht verbunden ist, dann meine ich damit größer als vielleicht unser kleines irdisches Dasein. Aber dennoch muss es durch ihn durch. Er ist der Kanal und es ist seine eigene. Es ist seine eigene Energie, genauso wie ihr hier meinen Blick erlebt als meine eigene. Das ist nicht was Fremdes. Manche haben halt eine größere, Tube, nein, es gibt ein Wort, ich habe es jetzt gerade nicht, eine größere Eintrittspforte, ne, weil sie auch mehr verarbeiten können. Und andere haben halt eine ganz kleine, aber das ist nicht wichtig. Jeder hat ja auch eine andere Aufgabe. Aber das nenne ich dann nicht Channeln. Das ist ganz wichtig, sondern das ist die Verbundenheit des höheren Selbst mit dem Irdischen. Und weil ich ja immer wieder zur Reinkarnation gefragt werde, für mich hat ja Zeit hier keine Bedeutung mehr. Das heißt, Reinkarnation heißt einfach nur ganz viele Leben und damit könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt ein Baum ist, die verschiedenen Lebensringe hier meinen. Ne? Oder aber ich sehe es hier als parallel laufende Zeitlinien. Das heißt, das ist für mich nicht etwas, was dann vor 2000 Jahren war oder so, sondern es ist etwas, was ich durchlebt habe, was als Information, als DNA in mir drin ist, so wie die Lebensringe eines Baumes, die ja, wir wissen es ja, in beide Richtungen gehen. Ne? So viel dazu, so viel zu dem Unterschied von Channeln und mit etwas verbunden sein, weil verbunden heißt, du bist es wirklich mit allem. Und dann kann das gar nicht etwas sein,
also wenn es gut ist für dich, dann ist es gut für die Menschen, für alle, also dann ist es für die Menschheit gut. Dann ist es, wenn es für den einen gut ist, ist es auch für das Ganze gut. Das heißt aber nicht, dass sich das Ego nicht dagegen wehrt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist das berühmte Ego? Dieser Mike Michaels spricht auch über das Ego. Ich bin ja mit dem Begriff Ego nicht so, genauso wie ich das Wort müssen, ich mag es nicht, ne? Weil es dieses Unterzwang oder dieses, wenn er dann in anderen Videos habe ich gehört, dass er dann meint, ja, man muss selbstkritisch mit sich sein. Nun, meine Erfahrung mit dem Ego, das habe ich oft erzählt, je kritischer und je schlechter wir es behandeln, umso stärker wird es. Das Ego ist für mich wie ein kleines Kind. Es verlangt nach Aufmerksamkeit. Und das Ego ist sowas wie die Persona, die nach außen hier auf dieser Welt ihr Standing hat. Man könnte es vielleicht in diesem Bild mit den Ästen vergleichen, weil es ja irgendwie die Hände, die Arme sind, die nach außen in die Welt ausgreifen und in dieser Welt handeln. Oder mit den Trieben unten, mit denen man hier steht. Also sprich, was man in die Welt hinaus transportiert. Und jetzt ist die Frage einfach nur, wer übernimmt die Führung? Übernimmt das Ego, übernimmt das innere Kind die Führung? Das kleinere Ich sozusagen, das kleine Erden-Ich. Und am besten ist natürlich, wenn dieses Ego, die Persona, der Teil, der hier nach außen wirkt, sich durchsetzt, sich artikuliert, kommuniziert, wenn der verbunden ist mit dem hier. Und das heißt nicht, dass der nicht sich durchsetzen kann. Deswegen bin ich nicht ein Fan davon zu sagen, du musst dein Ego unterdrücken, weil dann kannst du dich nicht mehr durchsetzen in der Welt. Und so ist es nicht gedacht, dass wir nicht mehr wehrhaft sind oder uns nicht durchsetzen können. Ein Ast kann auch durch Beton durchwachsen. Er kann sich extrem durchsetzen. Das ist wichtig. Wenn wir hier nur gekappte Äste haben und überhaupt kein Standing mehr, genau so sind wir jetzt in diese Scheiße reingeraten, sage ich jetzt mal, wenn wir keine Wehrhaftigkeit mehr haben. Weil in dieser Müllhalde, die ich vorhin beschrieben habe, als Gegensatz dazu, ne, das ist das Anstatt. Die Müllhalde ist da wo keine Bäume wachsen. Ne? Und das Typische an einer Müllhalde ist, dass da alles hinkommt. Ne? Auch das, was artfremd ist. Ne? Da kommt Beton, Stahl, Plastik und was weiß ich alles hin. Und so sehe ich das heute mit diesen politischen oder ideologischen Bewegungen, die sagen, oh, und das ist auch die alternative Welt, die das auch sagt. Ne? Du musst alles reinlassen, du musst zu ja, alles, ja, allem Ja und Amen sagen, alles gehört zu dir, alles zusammen. Nein, dein individuelles Sein bedingt, dass du entscheidest, was hier reinkommt. Wenn das eine Birke ist, ja, dann wird die Birke noch nicht einmal eine Information von einer Eiche mit hineinnehmen, geschweige denn von Plastik oder Stahl oder sonst was oder irgendwelchen Chemikalien. Das heißt also, das ist dein Tempel. Da entscheidest du, oder nicht du, deine Natur. Wenn du noch mit der Natur verbunden bist, entscheidet deine Natur, dein Instinktwesen, was da rein soll und was nicht. Und diese Müllhalden, wo alles zusammengewürfelt ist und das wird uns dann verkauft als tolerant und wir sind alle eins. Ja, dann sind wir alle eins, indem wir alle verrecken. Und das ist auch eine Gifthalde. Ne? Eine Müllhalde ist eine Gifthalde. Das heißt also, nein, es ist unsere Aufgabe, dass wir ganz im Jungfrau-Prinzip hier aussortieren, was nehmen wir rein, was kommt rein und was kommt nicht rein, was kommt mir hier in meinen Garten nicht rein, was kommt mir in mein Haus nicht rein, was kommt mir in mein System nicht rein. Und das kann jeder nur für sich entscheiden. Also niemand anderer kann mir sagen, was ich essen soll oder was nicht, sondern das entscheide nur ich nach meinen Kriterien. Und es kann sein, dass ich eine Zeit lang genau das Gegenteil von einer gesunden Ernährung mache, einfach weil es jetzt aus irgendeinem Grund für mich angesagt ist. Vielleicht, damit es sich auch erstmal verschlimmert oder es hat vielleicht einen anderen Grund. Wir erkennen nicht immer gleich alles, warum wir das machen. Ne? Also ich zum Beispiel habe in den letzten 5 Jahren, glaube ich, extrem an Gewicht zugenommen. Ja, okay, so soll es sein, aus irgendeinem Grund. Und wenn es an der Zeit ist, dass es anders wird, dann wird es wieder anders. Das kann also niemand anderer kann da sich einmischen. Ne? Es ist dein Tempel, dein Universum, dein Heiligtum. Dein heiliger Tempel. Ja, genau.
und da bin ich rigoros, das weiß ich, da werde ich immer rigoros, und zwar deswegen, weil wir uns keinen Energieverlust mehr leisten können. Wir kommen so dahin, wo diese Welten im Clinch sind, diese Müllhaldewelt und diese heilige Welt, die sind so, die prallen so aufeinander, und das kostet so viel Energie, das wirklich reinzuhalten und das zu gewährleisten, dass die Energie fließt. Da können wir uns überhaupt nicht mehr leisten, da jetzt irgendwie noch im Clinch oder Argumente oder Diskussion. Deswegen lösche ich das dann da unten. Ja, dazu stehe ich. Und wie zu dieser Geschichte, dass die Dinge erst dann passieren, wenn es der rechte Moment ist. Ich gehe ja durchs Leben und bin mit Herausforderungen konfrontiert, und die klären sich dann, ne? Und ihr wisst ja, dass ich sage, das Leben hat immer recht. Das heißt, ich hadere jetzt nicht, wenn ich so wie morgen eine Ladung habe, ne? Sondern mir ist klar, das ist ein Ruf, der an mich ergeht, auf das ich mich dann mit dem auseinandersetze, und ich werde garantiert daran wachsen. Und vielleicht sind das jetzt noch die ganz, ganz feinen Muskeln. So, und dann gibt es, ich beschreibe das jetzt nur, weil ich glaube, das hat mit unserem oder mit euer Leben auch viel zu tun. Wir haben oft so, manchmal sind es nervige Sachen, manchmal sind es existenziellere Sachen. Und ich will zwei Beispiele geben, noch einmal. Ich habe sie schon mal angeführt, aber sie erscheinen mir sehr, sehr passend für das, was jetzt gerade im koronisierten Wahnsinn mit uns passiert. Das eine Beispiel ist, dass ich, seit das Haus hier gebaut wurde oder umgebaut wurde, also von Anfang an, hatte ich Probleme in meiner Küche mit dem Abfluss. So, der war immer verstopft. Mal mehr, mal weniger, dann ging es wieder ein paar Monate, dann war es wieder. Ich habe immer wieder den Installateur bestellt, der hat immer, und natürlich, ihr wisst ja, was man da halt so macht, extrem nervig, und wenn das natürlich wieder ganz verstopft ist und du hast dann gerade Mieter oder du hast Gäste oder du hast, was weiß ich, Verwandtschaft, die dann sagt, das ist ja wieder mal typisch, du kümmerst dich nicht, ne? So nach dem Motto. Und dann hast du natürlich auch die ganz Obergescheiten, die dir immer sagen, was du da rein und was du nicht rein, und ich tue eh schon keinen Kaffeesatz mehr rein und so weiter. Ne? Also das ist eine Lästigkeit, kommt auch teuer und so weiter. Und das ging jetzt sage und schreibe seit 22 Jahren, seit dem Umbau, ging das jetzt so dahin, dass ich immer wieder alle naslang halt einen Installateur bestellen musste. Letztes Mal war es dann ziemlich verstopft, also es ging gar nichts mehr. Da habe ich dann einen bestellt, der ging mit einer Feder da durch, hat mir dann gesagt, nein, jetzt kann nichts mehr sein, bis zur Straße sei er gekommen mit der Feder, und was ist, ich komme aus dem Urlaub aus Frankreich zurück und das Ding steht. Und ich wirklich am Ende meines Lateins. So, warum erzähle ich das jetzt? Weil da ist für mich eine Parallele zu unserem Zustand mit der Welt, mit dem koronisierten Wahnsinn. Weil was ist dieser Abfluss? Ne? Er ist eine Analogie dafür, dass etwas verstopft ist. Und solange die Energie noch irgendwie fließt, ist es noch nicht so weit, dass du wirklich erkennst, woran es liegt, sondern ne, solange es noch geht, geht es ja noch. Und dann bestellst du jemanden und der tut halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Maniküre machen. Und das letzte Mal hatte ich jemanden da, wo ich wirklich gedacht habe, so jetzt aber, ne, weil er ging ja durch, wie er mir erklärt hat. Und dann war es erst recht heftig. So, dann wusste ich nicht mehr weiter, und weil dann wirklich gar nichts mehr ging, meine Küche schon überschwemmt wurde, bin ich eine Instanz höher gegangen. Und habe dann wirklich von der Abflussfirma diesmal jemanden geholt. Und dachte immer, ist da ein Rückfluss von der Straße, ne, von dem Gully und so weiter. Ich kannte das System nicht. So, dann kamen die daher und haben mir als erstes gesagt, dass das mit der Feder kontraproduktiv war. Weil, logisch, wenn man da mit einer trockenen Feder durchgeht, dann wird das Ganze erstmal nur aufgewirbelt. Und dann ist das Ganze noch eher ärger und verstopft ist. Ich denke, an dem Punkt sind wir jetzt, was die Welt betrifft. Alles ist aufgewirbelt. Ich habe es oft mit dem Teich verglichen. Ne? Das ganze Gift, der ganze Schlamm, der ganze Fett, die ganzen Schlacken sind aufgewirbelt. Und dann geht gar nichts mehr. Und dann droht der Infarkt. So, und dann hat er gesagt, er will als erstes in den Keller. Und da wird es jetzt schon interessant. Ne? Meine Küche ist hier und der Keller ist da unten. Und er ist da runter und hat mir gezeigt, sehen Sie, hier sind die Rohre. Dieses Rohr hat überhaupt kein Gefälle. Er hat gesagt, warum hat nie jemand irgendwie hier mal unten geschaut? Und dann hat der ganz einfach mal nur so etwas drunter getan, sodass das
wieder das Gefälle haben kann. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen und offensichtlich die ganz vielen Installateure, die da waren, auch nicht. Warum? Weil es gar nicht in ihrem Interesse war. Sie wollten ja nur schnell wieder für den Abfluss was kassieren. So, also hat er mir das gezeigt, ne, wie ich da was drunter tun kann, weil das hat durchgesackt, es sackte durch. So, auch da, die Parallele mit unserem, mit dem, was mit unserer Welt hier passiert. Die Zuflüsse und Abflüsse sind blockiert. Überall haben wir Stau. Das Wasser kommt von unten, von oben, es kommt Matsch, es ist Altlasten, ne? Es ist blockiert. So, dann als nächstes hat er dann einen Riesenapparat genommen und Wasser mit Hochdruck durch das Ganze durch, sodass es wirklich, und da kam dann enorm viel raus, also das war Wasser bzw. Schlamm oder Dreck, der seit über 20 Jahren da in diesen Rohren im Keller und so weiter war. Und er hat mir natürlich auch erklärt, dass das das ganze Haus betrifft und dass das ein Fehler war, was das ganze Haus betrifft. Das heißt also, es war nicht meine Schuld. Und ich habe mir das immer anhören müssen, ne? So von wegen, ah, bei dir ist ja immer Chaos und so weiter. Ne? Ihr wisst das ja, wie das Verwandte gerne machen. So, und dann ging er mit der Kamera durch und dann hat er mir gezeigt, wie in diesen Rohren überall Metallteile rausragten, weil sie das nicht begradigt hatten, also sie hatten das nicht gefeilt, ne? Sodass hier überall Metall raus, wenn die das zusammengesteckt haben. Also sprich, das ist bei die Virchow'sche Trias, ne? Verminderte Fließgeschwindigkeit, Anhaftungen und von der Konsistenz her auch noch fettig und ja. Und so ist das entstanden und das ist die Analogie zu dem, was wir jetzt weltweit erfahren. Und jetzt hat er das alles durchgeputzt und hat das alles gemacht und seither fließt das da oben wie so. Zum ersten Mal erlebe ich das und dann frage ich mich, das ist doch eigenartig, 20 Jahre lang hatte ich damit zu tun, aber es musste erst einmal so arg kommen, ne, dass gar nichts mehr ging, damit ich nicht mehr auf derselben Ebene wieder operiert habe, sondern eine Etage höher gegangen bin. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ne? Und dass oft die Ursache für das, was sich hier bei mir in der Küche zeigt, ganz woanders ist, nämlich im Keller, beziehungsweise auch dann für eine andere Geschichte am Abfluss der Sickergrube, die ausgepumpt werden muss. Also Flöhe und Läuse oft gleichzeitig. Also es muss oft total veranschaulicht werden, damit überhaupt gesucht wird, damit man überhaupt mal woanders hinschaut. Und manchmal ist es einfach nicht so weit. Ich habe immer noch mein Garagentor, mein kaputtes, wo ich nicht rein und nicht raus kann, wo ich an nichts drankomme. Bis jetzt ist das noch nicht gelöst, obwohl ich Vorkehrungen getroffen habe. Und ich weiß, dann ist es noch nicht die rechte Zeit. Und so ging es ja auch William, wenn er erzählt hat. Er wusste, es ist noch nicht die rechte Zeit. Und dass es manchmal gut ist, wenn es ganz arg wird. Was im Moment in der Welt passiert ist, dass es so arg geworden ist, dass keiner von uns sich das hätte ausdenken können. Niemand. Und ich habe grenzenloses Vertrauen in das hier. Dass wenn das hier fließt, wenn dieser Torus, ne, wieder hier fließt, der Springbrunnen fließt, wenn das wieder eingespeist werden kann, wenn die Versorgung wieder gewährleistet ist, wenn der Durchfluss wieder gewährleistet ist. Und dieser Durchfluss steht ja für alles. Er steht für Nahrung, für Atem, für Information, für göttliches Prana. Er steht für alles, dieser Durchfluss. Ne? Und der ist gesamtkollektiv, menschheitlich nahe einem Infarkt. Ne? Und ich denke, jeder kann das für sich. Jeder kann das für sich, dass er hier wieder schaut, dass das wieder klar wird. Die Klarheit ist etwas ganz Wichtiges und dafür mache ich ja diese Blicke. Und das Leben führt mich dadurch. Ne? Meine Führung ist immens, weil hier einfach schon so viel an Verstopfung gelöst ist. Und wenn halt dann wieder das nächste Thema kommt, ja, dann sage ich, okay, da haben wir wieder das nächste Thema, damit wir wieder was auflösen können. Und das will ich hier vermitteln. Ich hoffe, ich kann euch das veranschaulichen. Ja, das war mir jetzt irgendwie ein Bedürfnis nochmal, gerade weil William Toll ein so unglaublich reiner Kanal ist. Ne? Das ist ganz eindeutig. Und an dem lässt er uns teilhaben. Und ich versuche es mit anderen Worten hier und ich hoffe, ihr kommt damit. Und
ich bedanke mich bei euch für eure lieben Gaben, für eure Spenden, für eure Zuwendungen, für eure, einfach für euer Dabeisein und Teil dieses Ganzen sein. Und das braucht die Welt jetzt. Euch braucht die Welt jetzt. Alles Liebe. Tschüss.